Hallo meine lieben Wastelander und willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich dachte mir, heute gehen wir mal wieder in den Vault und gucken auch schon mal, ob so unsere Hallo? Was? Der Vault wurde übernommen. Tja, schön, die Minutemen haben ihren Weg reingefunden. Das hat sich also verändert hier im Vault. Hatte ich nicht hier eine Tür drin? Ich habe mittlerweile noch NPCs gescannt und wollte sie hierher schicken. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon angekommen sind. Für Mr. Dustin Tops Bombs Simple Games. Wobei ich bei Tops Bobs noch nicht so sicher bin über den NPC, den ich da ausgesucht habe, der die Bardame werden soll. Da bin ich immer noch so ein bisschen am Suchen. Ich hatte jetzt zunächst noch für den Job Glory im Auge oder Desdemona. Ich habe mir die ja mal gescannt, habt ihr ja gesehen. Das Problem ist nur, wenn ich die einscanne, dann kommen Kakerlaken raus. Stimmt das? Also über. Du weißt schon wen. Wow, sind jetzt doch schon viele da. Und übrigens, ich habe bisher kein. Ah, da haben wir Simple Games. Ich glaube, wir sind endlich sicher vor diesem. Blond mit Brille, wie gewünscht. Das war jetzt so die erste Idee für Topstops. Da guckt, da zeigt es den Namen jetzt falsch. Vielleicht muss ich den Mod mal updaten. Token Name, Synth Name. Keine Ahnung. Aber zumindest können wir es so. Chase? Komisch, da konnte ich einen Named NPC jetzt scannen. Und der wäre jetzt so spontan mal für. Moment, wer wollte Security sein? Das ist Whisper. Ich glaube Whisper, du warst Security, genau. Da war der für Security vorgesehen. Ich, genau. Lass uns handeln. So, und ich habe auch eine Mod dazu installiert. Dann rüsten wir ihn jetzt auch erst einmal aus. Volt 88 Security Armor. Volt 88 Security Helmet. Zieh doch mal an, mein Junge. So. Ja, dann setze ich mich heute mal schnell dazu. Servus, Whisper. Und? Ich will ein paar Sachen mit dir tauschen. Alles stramm. Ah, shit, da steht da unten immer noch Volt 111 drauf. Das ist nicht gut gemacht, lieber Moddersteller. Nein. Wir brauchen noch eine Waffe. Was können wir denn da für eine Waffe? Was habe ich denn dafür? Ach, so eine Heckler und Koch, die ist doch da ganz nett. Oder G36, er kriegt G36. Gleich mal ausrüsten. 556er Munition. Wo haben wir denn 556er? Ich sehe sie nicht. I don't see her. 5,56. Oder 45, sollte ich 7697 haben. 6,45. Ach. Die steht da nur anders. Ich gebe mir jetzt einfach mal 100. Ich glaube, bei den Siedlern oder so muss man ja, war es ja nur so, dass man irgendwie eine geben muss und wird nie leer. Aber ich habe das so. Was für viel? Jetzt gibt es 56, so fertig. So, jetzt muss ich aber. Wir dachten, wir wären leichte Beute. Jetzt wissen sie es besser.
Bitte, ich hab immer so einen Hunger. Wir könnten wirklich was zu essen gebrauchen. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, was wir denn so machen können. Was wir so bauen müssen. Wir müssen irgendwo mal jetzt was anlegen, wo wir Beete bauen. Damit die was zu essen haben. Oh, und ich muss Betten bauen. Ich bin übrigens allgemein plötzlich nicht mehr zufrieden mit meinem Wald. Ich würde ihn am liebsten abreißen und nochmal neu aufbauen. Ich habe das Atrium irgendwie blöde gebaut. Irgendwie gefällt mir das sogar nicht mehr. Was haben wir denn hier so? Wachpfosten. So, dann machen wir halt hier. Machen wir hier drin? Oh, ist hier drin? Oder machen wir draußen drin? Draußen drin. Ja, machen wir draußen. Aber wir brauchen ja sowieso 2 Wachen. Simple Games meint ja auch, ihr könnt noch Wachen machen. Dann machen wir da mal 2 so Guard Posts her. Simple Games mit Brilli. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. So, auch einmal die Vault-Rüstung dazu. Und der Helm. Das funktioniert auch. So, was kriegt denn Simple Games für eine Waffe? Hab ich bestimmt auch noch irgend so was Krasses. Komm, du kriegst die 308er Munition. So. Bin froh, dass ich hier drin bin und nicht da draußen. Da kannst du auch froh sein, meine Liebe. So. Hier geht's raus. Go, go, Gadgetto Security Guard. Wo ist denn jetzt Whisper? Den sehe ich schon wieder gar nicht mehr. Doch, da hinten. Sorry, habe ich das Ding richtig aufgestellt? Ressource ist zugewiesen. Sehr schön. Und du jetzt noch, so. Ich bin am Überlegen für Tops Bobs. Ob es da nicht irgendein interessanteres Outfit gibt für so eine Bardame als jetzt diesen Vault-Anzug. Andererseits stört es mich wieder ein bisschen. Keine Ahnung, die müssen alle einen Vault-Anzug haben. Ich muss mal gucken, vielleicht gibt es noch andere Vault-Anzüge, oder ich muss mal gucken, ob ich den irgendwie mit dem Bodysuit ein bisschen abändern kann, damit es vielleicht ein bisschen rundiger ist, rundlicher, wohlgeformter ist, muss man so sagen. Und da gehen unsere 2 Securities gerade auf ihre Plätze und bleiben stehen, weil sie R404 angaffen, ihr beiden Lüstlinge. Hallo, ihr 2 sollt jetzt auch zur Sicherheit gehen. Nicht R404 anglotzen. Whisper. Simple Games geht schon. So, brav. So, dann fangen wir jetzt dann mal an,
einen Raum zu bauen, wo wir alles voller Beete klatschen. Okay, hab's richtig aufgebaut, das passt auch. Da haben wir unsere beiden Sicherheitsmänner. Ich will hier draußen trotzdem noch ganz gern Licht bauen. So, aber wo baue ich jetzt diese Pflanzanlagen hin? Muss wieder gucken, wo ich noch Platz habe, wo ich vielleicht irgendwas hinstellen kann. Was haben wir denn hier? Ach, sie habe ich hier zu... Kann ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier? Das habe ich noch gar nicht ausprobieren können. Kann ich jetzt hier? Kann ich jetzt hier? Hi. Soll ich oben etwas ausdünnen? Oh. Sicher. Setz dich einfach auf den Stuhl. Ich lass dich schon gut aussehen. Ist ja cool. Okay, ich wollte es nur ausprobieren. Charisma-Erhöhung hinzugefügt. Enter erledigt. Ich habe in der gestrigen Folge, habe ich ja mal gedacht, so spiele ich ein bisschen Musik dazu, zu dem, was ich da mache. Und tatsächlich, also ich habe die Musik kaum noch gehört im Spiel. Kaum schon wieder Urheberrechtsanspruch. Da könnte ich kotzen. So, was ist jetzt hier eigentlich? Ach, das habe ich blöd gebaut. Da weiß ich noch gar nicht, was ich mit dem Raum hier mache. Hier runter ist aber... Was zum Henker wollte ich denn hier unten eigentlich bauen? Boah, ich war so lange nicht mehr in der Vault. In dem Vault, nicht in der Vault. Ich brauche irgendein schönes Plätzchen, wo ich pflanzen kann. Das hier ist... Ich würde aber gerne auch einen Raum bauen. Das, hier wäre zwar noch einigermaßen Platz, aber ich glaube nicht, dass ich hier noch was ordentlich draus bauen kann. Können es mal testen. Ob da noch was geht. Was nehmen wir denn da für einen Raum? Schulraum. Nee. Wir nehmen mal gewöhnlich. Ich habe den ganzen Tag schon Ohrwurm drin, weiß nicht woher. That's the end of the world, and you know it. Okay, Tür haben wir da, aber ich krieg nichts ran. Das ist schon mal dumm. Dann glaube ich, kann ich das hier vergessen. Ah, nee, das klickt nicht. Das, nee. Scheiße. Wo machen wir denn das jetzt hin? Es ist so riesig und trotzdem habe ich immer wieder keinen Platz, irgendwo was zu bauen. Schauen wir mal, was geht denn da unten? Da unten muss doch jetzt irgendwas gehen. Das ist mir auch das, man hat eigentlich schon recht weite Wege, weil es so riesig ist und so, aber letztlich dann... Whisper, was machst du hier unten? Whisper hat sich von der Arbeit gedrückt und geht zur Bar. Ja, hilft nichts, dann muss ich das hier irgendwo bauen. Oh Gott, das regt mich jetzt schon auf, die ganzen Leute hier runter zu schicken. Herrgott. Mach ich das jetzt, dass ich mir da nichts verbaue.
brauche ich wieder so ein Dreiwege. Dreiwege. Gut. Ach, ich muss erst wieder eine Tür ansetzen. Dürften da ganz im Eck sein, genau. Und einmal so. Genau. Jetzt schaue ich mal, wie weit ich da bauen kann. Komme ich da jetzt irgendwas wieder hoch? Ja. So, jetzt. C-Fix. Eins so rüber. Und hier einmal. Dann kommt das X-Stück. Stück. Zack. Zack. Nochmal Ecke. Das schon mal hier. Die normalen Wände hier wieder. So. Das sollte eigentlich reichen. Da müsste ich einiges an Beeten reinkriegen. Genau. Wunderschönstens. Und jetzt, wo habe ich diese Beete drin? Die müssen ja wahrscheinlich hier. Irgendwo. Planters. Würde ich aber direkt die großen bauen. Machen wir hier wie so ein Gartenarbeits. Häusi-Häusi-Dings. Raum rein. Hoffentlich habe ich da genug Zeug zum Anpflanzen. Ich denke schon. Aha, ich weiß jetzt genau, wie ich das dann mache, damit ich da nicht hin und her rennen muss. Ich baue hier unten schnell eine Glocke und Leute meine und klingel meine ganzen Leute hier zusammen. Nee, das hast du mal wieder super schön hinbekommen, dass es alles richtig gleich ist. Zumindest, dass es den Anschein hat. Natürlich habe ich es nicht so schön hinbekommen. Was ist denn das da eigentlich? Ist das ein Pferdeapfel? Ach so. Ja komm, dann machen wir ein paar rein. Dann machen wir hier ein solches. Hier nochmal. Hier nochmal. Und hier nochmal. Und dann hier so am Rand können wir noch da eins. Da eins. Was haben wir hier alles? Provides Flora Resources. Das können wir doch hier noch mit hinbauen. Das passt doch wunderbar mit in den Raum rein. Licht muss ich dann noch machen. Was ist das da? Ja, ein UFO muss auf jeden Fall mit rein. Was ist das da? Nein. Das sieht auch so aus, als würde es noch hier mit reinkühren. Das eher weniger. Nein. Ah. Das sieht irgendwie wichtig aus. Das passt hier.
Ich weiß, ich könnte da auch jetzt irgendeinen raussuchen, aber so zum Toolbox, weiß ich gerade, hier ist, baue ich sie hier mit rein. Was ist das da? Nee. Totengräber, der passt auch nicht so wirklich rein. Braum Feed, nö, nö, nö. Dich habe ich gesucht. Dich stelle ich dann hier mal auf und läute dich. Na, dann müssen nämlich alle hier runterlatschen. Das muss aber jetzt noch nicht gleich sein. Und was hier jetzt noch reinkommt, sind auf jeden Fall mal Blumen. Hier meine Lieblings... Whatever. Und zack. Und da bepflanzen wir das in der nächsten Folge, machen ein bisschen Licht. Läuten wir in der nächsten Folge dann. Das war's für heute mit Fallout 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.